Herzlich willkommen zu Beidfüßig, die zweite Liga bei der wettbasis.com. In der zweiten Liga sind wir schon am dritten Spieltag angekommen und überraschenderweise grüßt von ganz oben, können wir ja hier sehen, der KSC und Regensburg auf Platz 2. Beide Teams mit einem Alleinstellungsmerkmal, beide haben 6 Punkte. Und in dieser Sendung konzentrieren wir uns schon auch sehr auf das Hamburger Derby. Das steht jetzt an, St. Pauli gegen den HSV. Tolles Spiel und ich freue mich, dass wir dazu auch kompetente Begleitung haben, denn Ralf Gunesch ist heute mit dabei. Der spielte von 2003 bis 2006 bei St. Pauli, dann ging er für ein Jährchen zu Mainz 05, kam dann wieder zurück, 2007 bis 2012 wieder am Millerntor gekickt. Also eine Legende am Millerntor, das ist Ralf Gunesch, genannt Felgenralle, weil er eben auch ein Automobilfanatiker, ein Autofanatiker ist. Hallo Ralle. Hallo Carsten. Also Legende, vielen Dank. Großer Begriff. Lass ich unkommentiert, aber freut mich, wenn du das so siehst. Was ihr da im Hintergrund seht, unschwer zu erkennen, das ist das Millerntor, das alte Millerntor bei Nacht. Und an dieser Stelle kann man dann kurz nochmal einwerfen. Erste Live-Spiel am Montagabend war am 18. Oktober. St. Pauli gegen den VfL Bochum. Und das habe ich kommentieren dürfen. Also insofern sind wir auch gleich schon beim Thema. Das Derby, St. Pauli gegen den HSV. Ralf, welche Inhalte dürfen wir da erwarten? Grundsätzlich ist und bleibt ein sehr brisantes Spiel, einfach weil es ja, eben dieses Stadtderby ist. Für viele der Spieler beim FC St. Pauli ist es halt auch das erste Stadtderby mit Zuschauern. Wenn auch nicht so viele, also ich glaube, es sind 10.000 und ein paar Gequetschte verkauft worden. Genau 711 an den HSV bzw. an HSV-Fans. Bedeutet ein Drittel Auslastung oder knapp ein Drittel beim Millerntor. Aber ich denke, aufgrund des Spiels einfach werden sie mindestens genauso viel Krach machen, als wäre es voll. Rein sportlich denke ich, beide halbwegs ordentlich gestartet. Bei St. Pauli sucht man noch so ein bisschen den Wingman für Guido Burgstaller, der natürlich da vorne gesetzt ist, aber man weiß noch nicht so recht, wen man ihn an die Seite setzt. Macht man das mit einem Großen, mit Marquinhos? Setzt man eher einen Dribbler daneben? Also da weiß ich, dass Timo Schulz noch so ein bisschen hadert, aber nochmal, Derby mit Zuschauern, ja, Freitagabend, viel schöner gibt's eigentlich nicht. Und der Dom wird gerade im Hintergrund aufgebaut. Auch das ist ja Natürlich für Stimmung immer ganz günstig, wenn der auch aufgebaut ist. Ralf, du warst dabei bei dem legendären Spiel im Februar 2009, als Asamoah zum 1:0 getroffen hat, HSV St. Pauli, damals die Konstellation. Was erinnerst du von solchen Derbys? Also beim Hinspiel war ich leider nicht im Kader und erinnere mich einfach nur daran, wie ich mit sehr viel Wehmut auf der Tribüne saß, beziehungsweise ich saß unten am Spielfeldrand, weil das, worauf wir jahrelang hingearbeitet haben, dann da war und man durfte leider nicht mitspielen. Das war dann im Rückspiel glücklicherweise anders. Du hast es eben angesprochen, Gerald Asamoah, das 1:0 hat. Ich meine, er ist ja Derby erfahren, wenn auch nicht Hamburg-Derby erfahren, aber er kennt es ja aus dem Ruhrpott von seiner Schalker Zeit. Und es geht eigentlich damit los, dass du beim Warmmachen in dieses Stadion einläufst. Damals waren die Stadien noch voll. Und es war auch voll wie noch nie eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff. Und du wirst einfach nur ausgepfiffen. Und das klingt vielleicht komisch, aber das haben wir genossen. Weil du bist halt in der Höhle des Löwen, du bist beim Erzrivalen in der Stadt, in der großen Schüssel und bist nicht willkommen. Und das ist ein tolles, schönes Gefühl und ist eine Motivation gewesen. So, in anderthalb Stunden wird hier Ruhe sein. Da wird nur eine kleine Ecke hinterm Tor feiern. Und das Nächste, dann stehst du im Spielertunnel neben Ruud van Nistelrooy. Ja, ich bin lange Zeit Profi gewesen, aber ich genauso bin ich auch leidenschaftlicher Fußballfan in meiner Kindheit und Jugend gewesen. Carsten, du weißt, das habe ich mir immer auch bewahrt. Und dann stehst du halt neben jemandem, der bei Real und bei Manchester United halt getroffen hat, ohne Ende. War auch ein schönes Gefühl und auch eine Motivation. Nee, Junge, heute ist nicht, hat glücklicherweise auch funktioniert. Und ansonsten war es ein unheimlich intensives Spiel. Es war
voller Emotionen. Es war fußballerisch nicht unbedingt das Beste, aber in Stadtderbys kommt es ganz selten darauf an, dass das fußballerisch irgendwie eine besondere B-Note bekommt. Herrliche Erinnerungen, ja. Ruud van Nistelrooy, Petritsch war auch noch Stürmer und du hast dagegen gehalten. Wunderbar. Aber jetzt zur Aktualität. Wie siehst du das Endergebnis, beziehungsweise was glaubst du, muss man da beachten jetzt bei diesem Spiel? Also beachten, wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass es so sehr ums Fußballerische geht. Die letzten Derbys haben auch gezeigt, dass das nicht unbedingt immer hochklassig war, aber beide Mannschaften sehr intensiv gespielt haben und glücklicherweise, und da muss Timo Schulz, der Trainer St. Paulis, noch so ein bisschen seine Serie ausbauen. Momentan ist man ja über einen längeren Zeitraum Hamburger Stadtmeister. Und ich gehe auch stark davon aus, wenn auch knapp, dass das auch nach dem kommenden Freitag der Fall sein wird. Also St. Pauli gewinnt und wird Tabellenführer für eine Nacht. Sofern, ja genau, also mit dem Sieg würde man ja dann hochspringen und ja, da drücke ich ganz fest die Daumen. Da kann ich jetzt auch nicht neutral rangehen, Carsten, dafür hast du mich auch nicht eingeladen. Nein, also ein Sieg St. Pauli, sagt Ralf. So, dann kommen wir noch zu weiteren Spielen in der zweiten Liga, nämlich am Samstag Nürnberg gegen Düsseldorf. Deine Einschätzung? Düsseldorf mit einem schwierigen Start, Nürnberg ähnlich. Also Nürnberg, man kann sagen, noch nicht verloren, aber auch noch nicht gewonnen. Die Düsseldorfer, eine Niederlage, ein Sieg, riecht für mich ganz stark nach einem Unentschieden. Irgendwie gefühlt sehe ich auch Nürnberg minimal vorne, aber ich tendiere zu einem Unentschieden. Dann kommen wir zu Bremen. Werder Bremen, großer Name, aber da geht ja im Moment nicht so viel. Die spielen gegen Paderborn. Ja, Werder Bremen, es heißt ja immer, wenn so große Vereine oder Vereine, die ewig in der ersten Liga waren, wenn die runterkommen, die müssen sich erstmal zurechtfinden in der zweiten Liga. So, das merkt Schalke, das merkt sicherlich auch Werder, auch wenn sie mit 4 Punkten, ich sag mal, okay gestartet sind, aber spielerisch war das jetzt... ich sage mal, phasenweise gegen Hannover ordentlich, aber ansonsten noch nicht so die Offenbarung. Also da merkst du auch, dass der Verein noch im Umbruch ist. Trotzdem glaube ich, dass da ein Sieg möglich ist. Also ich tippe auf Werder. Wunderbar. Ralf, ich bedanke mich und logischerweise würden wir natürlich das Derby mit Spannung beide gemeinsam sehen. Das ist jetzt leider nicht möglich. Alles klar und Dankeschön. Sehr gerne, tschüss. Das war schon mal unser Experte zu diesem Spieltag, zum dritten Spieltag, Ralf Gunesch, der ausführlich auch zum Hamburger Derby Stellung genommen hat. Und das Gleiche wollen wir natürlich auch von unserem Experten wissen. Marcel, wie siehst du die Begegnung HSV zu Gast bei St. Pauli, also das Hamburger Derby am Millerntor? Ja, ich freue mich auf ein super emotionales, spannendes, stimmungsvolles Spiel. Ich muss sagen, ich tue mir bei solchen Derbys, wo nicht immer nur die bessere Mannschaft das Spiel gewinnt, beziehungsweise wo nicht immer nur die Qualität entscheidet, tue ich mich immer sehr, sehr schwer damit, eine Wette abzugeben auf den Sieger, sodass ich glaube, dass ich mich hier darauf festlege, ja, auf die Anzahl der Tore zu wetten. Trotzdem darf man nicht vergessen, der HSV hat von den letzten 8 Spielen gegen Pauli nur 1 gewonnen. Dafür hat Tim Walter eine sehr, sehr gute Bilanz gegen St. Pauli. Der hat nämlich bisher alle Spiele, die er als Trainer in der zweiten Liga gehabt hat, hat er alle gewonnen. Und trotzdem glaube ich, aufgrund der offensiven Herangehensweise beider Mannschaften, dass wir ein sehr, sehr offenes Spiel sehen und dementsprechend auch ja, mindestens 3 Tore. Gibt eine sehr, sehr attraktive 1,70. Und ich sage über 2,5 Tore. Okay, wobei St. Pauli hat ja in der letzten Saison 56 Gegentore kassiert. Das war die große Schwachstelle. Die ersten beiden Spiele haben sie ja zu Null spielen können. Also da hat die Defensive offensichtlich auch an Stabilität gewonnen. Das ist richtig. Die Defensive hat an Stabilität gewonnen. Allerdings spielen sie jetzt gegen eine Hamburger Mannschaft, die unter Tim Walter wirklich nochmal so einen Entwicklungssprung gemacht hat, dass sie wirklich immer nach vorne spielen wollen. Ja, das hat man auch im Pokal gesehen. Sie wollen sehr, sehr viel den Ball haben. Sie wollen sehr aggressiv nach vorne spielen. Das ist nicht immer verbunden mit einer guten Restverteidigung, sodass sie vielleicht vorne 1-2 Tore machen, aber hinten auf jeden Fall auch immer wieder für ein Gegentor gut sind. Und dementsprechend bietet sich das auf jeden Fall an, ja, auf über 2,5 Tore zu wetten. Könnte es sein, dass die Kiezkicker in dieser Saison vor dem HSV landen? Was glaubst du?
Nein, das glaube ich nicht. Also auch wenn die St. Paulianer eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt haben, bin ich diesmal überzeugt davon, dass Tim Walter, der ja medial so ein bisschen polarisiert einfach, weil er sehr, sehr klare Ecken und Kanten zeigt, glaube ich, dass er das schafft, die Hamburger so weit, die Konzentration so weit oben zu halten, dass sie bis zum Schluss ganz oben mitspielen. Und dann sollten sie in der Endtabelle auf jeden Fall auch vor St. Pauli rauskommen. Am Samstag ein wunderbares Duell zwischen Nürnberg und Düsseldorf, zwei namhafte Teams. Rouven Hennings, immerhin schon 34 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man es nimmt, ist Top-Torschütze mit 3 Toren nach 2 Spieltagen. Holt Düsseldorf was in Nürnberg? Was glaubst du? Ja, auch da tue ich mich tatsächlich schwer damit, eine Prognose auf den Spielausgang abzugeben. Ich finde, die Düsseldorfer haben bisher einen sehr, sehr ordentlichen Eindruck hinterlassen. Auch wenn sie in Bremen oder zu Hause gegen Bremen letztendlich 2-3 verloren haben, haben sie meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Sie haben im Pokal viele Tore geschossen, haben viel Selbstvertrauen gesammelt. Die Nürnberger hingegen haben sich gegen Ulm ein bisschen gemüht, ja, mussten die Verlängerung, haben dann knapp 1-0 gewonnen. Davor haben sie zweimal unentschieden gespielt. Das ist alles nicht so Hand und Fuß. Das ist ja meiner Meinung nach immer noch Mittelmaß einfach bei den Nürnbergern. Und ja, deswegen würde ich sagen, dass Düsseldorf auf jeden Fall die Chance hat, was zu holen. Würde mich im Endeffekt aber darauf festlegen, dass auch hier beide Mannschaften mindestens zu einem Torerfolg kommen. Und dann kommen wir zu einem Club, ja, da kriselt es jetzt schon, kann man sagen, denn Werder Bremen ist ausgeschieden aus dem Pokal, hat jetzt Sargent nochmal abgegeben unter der Woche. Was glaubst du, der Auftritt von Bremen, wie siehst du den am Sonntag? Ja, du hast schon angesprochen. Ich glaube, wenn die Bremer jetzt am Wochenende tatsächlich nochmal eine Niederlage kassieren sollten, dann ist schon wieder so ein bisschen Weltuntergangsstimmung in Bremen. Das Pokalaus war natürlich peinlich. Auch die Leistung gegen Düsseldorf, der Sieg, der 3-2-Sieg kam relativ glücklich zustande. Zum Auftakt haben sie auch nur einen Punkt geholt. Und was ich auch schon mal angesprochen hatte, ist, dass einfach der Heimvorteil, der eigentlich ein Vorteil sein sollte, in meinen Augen aktuell gar keiner für Bremen ist, weil der Druck vor heimischer Kulisse einfach sehr, sehr viel größer ist. Die Fans sind sehr, sehr kritisch mit der Mannschaft, auch mit dem neuen Trainer sind sie sehr, sehr kritisch, sodass ein Stück weit jeder Fehlpass ja, mit Buhrufen endet. Und ich glaube, dass das tatsächlich zum Problem werden kann. Und dann treffen sie mit Paderborn auf einen sehr, sehr unbequemen Gegner, der sehr, sehr aggressiv spielt, der sehr, sehr gut kontern kann. Und deswegen würde ich tatsächlich hier glauben, dass Paderborn mindestens einen Punkt holt und würde mich für die doppelte Chance X2 entscheiden, zu einer Quote von 1,90. Gut, wunderbar, Marcel. Die restlichen 6 Spiele hast du logischerweise auch wieder getippt. Die sehen wir hier in der Übersicht. Also alles, was Marcel für den nächsten Spieltag in der zweiten Liga tippt, das habt ihr hier auf dieser Übersicht. Wie immer, ich sage es auch an dieser Stelle ganz gerne, ohne Gewähr das Ganze. Danke, Marcel. Und damit sind wir auch wieder am Ende unserer kleinen Show beidfüßig bei der Wettbasis.com. Und ihr wisst, nächste Woche geht es natürlich weiter mit der Bundesliga und mit der zweiten Liga. Und immer gut informiert sein bei der Wettbasis.com, denn da habt ihr ausführliche Berichte zu fast allen Sportereignissen. Bis dahin, ciao.